Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Tirol TV, zu einer neuen Ausgabe unseres AK-Specials von Ja, das ist unser Land. Wir haben heute viel vor und sind ins Tiroler Oberland gereist, besuchen dort Zams. Hier befinde ich mich gerade mitten im Ortszentrum und Landeck. In Zams schauen wir im Krankenhaus vorbei und lernen ganz viel über die Berufe und auch die Situation der Arbeitnehmer im Krankenhaus. Und außerdem besuchen wir noch die Arbeiterkammer in Landeck. Und zum Schluss schauen wir noch in der Bruckner Stuben vorbei, denn da wartet ein großer Sohn von Zams auf uns, Hermann De Lago, der uns sein neues Projekt für Indonesien mit Nadine Beiler als Special Guest vorstellt. Ihr seht also allerhand zu tun und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und schon sind wir hier mitten im Zentrum von Landeck in der Bezirkskammer von Landeck. Und das ist der erste Stock, da sind die Seminarräume. Ein bisschen weiter droben habe ich Büroräume gesehen. Und das ist der Bezirkskammerleiter, unser lieber Peter Komina. Schön, dass du Zeit für uns hast. Gerne. Peter, seit wann bist du in diesem Job tätig? Weil der ist, glaube ich, ziemlich herausfordernd. Vor allem für einen Menschen, der vom Oberen Gericht auch noch kommt. Der heißt die Anliegen, der Landecker wahrscheinlich besonders gut kennt. Es ist ein sehr anspruchsvoller Job, aber auch ein sehr erfüllender Job, weil man in diesem Job täglich Menschen helfen kann. Und ich habe die Freude, dass ich seit 2002 diesen Arbeitsplatz da besetzen darf. Kann man sagen, einer der längst dienenden Bezirkskammerleiter. Einer der längst dienenden Bezirkskammerleiter in Tirol, ja. In Landeck kennt man ja so ungefähr auch die Situation, auch mit dem Arbeitsmarkt. Ich glaube, ihr habt ganz nett was zu tun. Auch sehr viele juristische Probleme, die gelöst werden müssen. Wie viele Angestellte habt ihr und worum kümmern die sich vielleicht so im Detail? Wir sind in der Bezirkskammer Landeck da 8 Angestellte, davon 3 Juristen, die sich um die Anliegen und die Fragen der Mitglieder kümmern. Wir sind erste Anlaufstelle eigentlich zu allen Themen, die die Arbeiterkammer Tirol anbietet. Also da geht es um Fragen des Arbeits- und Sozialrechts, aber natürlich auch Fragen des Konsumentenschutzrechts werden bearbeitet, genauso wie steuerrechtliche Fragen zur Arbeitnehmerveranlagung oder Miet- und Wohnrechtliche Fragen. Da sind wir erste Anlaufstelle im Bezirk und versuchen da für unsere Mitglieder da zu sein und ihre Fragen und Sorgen da zu behandeln und zu bearbeiten. Ich bin am Weg herauf, ja, am Bezirkskrankenhaus Zams vorbeigefahren und mir kommt dieser Bau wahnsinnig groß vor. Ich glaube, das ist mittlerweile fast der größte Arbeitgeber in Landeck und ich denke mir, dass das für euch auch eine besondere Herausforderung darstellt. Ja, das Bezirkskrankenhaus Zams ist tatsächlich mittlerweile der größte Arbeitgeber im Bezirk geworden. Wie du richtig bemerkt hast, es wird derzeit sehr stark ausgebaut, was natürlich auch bedeutet, dass mehr Mitarbeiter benötigt werden. Es ist ein sehr großer, ein sehr wichtiger Arbeitgeber im Bezirk und auch die Arbeitnehmer, die da arbeiten, leisten eine ganz wichtige Arbeit und gerade diese Arbeit am Menschen, die wird auch immer wichtiger werden. Wenn man sich nur die demografische Entwicklung im Bezirk Landeck anschaut, so sieht man einfach, dass das ganz, ganz wichtige Themen sind und ganz, ganz wichtige Mitarbeiter auch im Bezirk. Dann würde ich sagen, das ist doch für mich das perfekte Stichwort, um hier ein bisschen die Zelte abzubrechen, durch die Malserstraße Landeck zu spazieren und dann Richtung Zams zu schauen, um mir diesen Bau und das Bezirkskrankenhaus Zams und seine Arbeitgeber- und Nehmersituation ein bisschen genauer anzuschauen. Und schon stehe ich hier vor dem Krankenhaus St. Vinzenz in Zams und löblicherweise habe ihn sofort gefunden, den Geschäftsführer des Krankenhauses St. Vinzenz. Lieber Herr Bernhard Guggenbichler, danke, dass wir heute hier sein dürfen. Und vielleicht gleich mal von vornherein, St. Vinzenz, dahinter verbirgt sich was? Da verbirgt sich der Orden der Barmherzigen Schwestern, St. Vinzenz in Zams. Das ist der Träger des Hauses, ist ein geistliches Haus und wird durch den Orden als hundertprozentiger Gesellschafter geführt. Was ja die anderen Krankenhäuser jetzt in Tirol nicht sind. Die anderen Krankenhäuser werden von Gemeindeverbänden in den Bezirkskrankenhäusern betrieben, beziehungsweise von dem Land Tirol, die Landesuniversitätsklinik Innsbruck. Es ist ein beeindruckend großes Areal und ihr braucht auch den Platz, weil auch die Zahl, was ich zuerst gehört habe, an Patienten hier ist auch beeindruckend. Wie viele Menschen könnt ihr hier stationär betreuen? Wir behandeln im Jahr 25.000 Patienten im stationären Bereich und im ambulanten Bereich über das Jahr gesehen 166.000 Patienten jedes Jahr.
Und nachdem, sagen wir mal so, die Menschen auch nicht weniger krank werden, als sie früher werden, glaube ich, kriegt man immer wieder mal Platzprobleme oder auch Anfragen zur Vergrößerung. Und wir hören im Hintergrund schon einen Baulärm. Da habe ich ja Mordsbaugruben gesehen. Also ich glaube, da habt ihr noch einiges vor. Wir erweitern das Krankenhaus bis zum Jahr 2020, 2021 um verschiedene Bereiche. Wir erweitern um eine psychiatrische Ambulanz-Tagesklinik und um einen stationären Bereich mit 24 Betten. Wir erweitern um eine Station für Akutgeriatrie und Palliativmedizin und um eine Station für Neurologie und einen kleinen Bereich noch wird noch die Orthopädie bei uns erweitert. Sind in diesen Bereichen, sag mal, ist das Tiroler Oberland eindeutig unterversorgt? Gerade im Bereich der Psychiatrie besteht eine massive Unterversorgung. Im Tiroler Oberland sind wir die erste Adresse für die bedürftigen Patienten. Und ich glaube, hier gibt es eine Ausbildungsstätte für Pflegeberufe, die, glaube ich, sehr beeindruckend ist. Wir haben eine neu errichtete Krankenpflegeschule, die im Jahr 2013 in Betrieb geht und wo auch wir dann ab 2020 auch mit der neuen Ausbildung auf Bachelor-Niveau beginnen werden. Also allerhand zu tun, ihr seht schon, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir da eine Führung bekommen, kann ich mir vorstellen, dass wir erst morgen damit fertig werden. Aber wir machen eine schöne Führung. Natürlich kommt auch der Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl dazu und schaut sich das an. Wir schauen uns ein bisschen die Patientensituation und später dann auch mit einer Betriebsrätin namens Edith Stimpfel ein bisschen die Situation der Arbeitnehmer an. Denn da arbeiten sehr viele für das leibliche Wohl im wahrsten Sinne des Wortes der Menschen im Tiroler Oberland. Wenn ich mir eine Station aussuchen dürfte, wo ich arbeite, dann würde ich wahrscheinlich am liebsten in dieser Station arbeiten, wo Leben entsteht. Und die Bereichsleiterin von dieser Station, Family Care, wie man es nennt, ist jetzt da bei mir, die Andrea Geier. Grüß dich. Grüß Gott. Andrea, erklär uns ein bisschen, was passiert hier auf der Family Care Abteilung? Was sind da die einzelnen Bereiche, für die du zuständig bist? Also der Bereich Family Care, da geht es im Prinzip wirklich im Kernpunkt um Mutter und Kind. Der Bereich beinhaltet jetzt im Krankenhaus Zams die Kinderstation, den Kreissaal und die Abteilung eben für Geburtshilfe, wo wir jetzt momentan gerade im Kinderzimmer sind. Mutter-Kind-Bereich heißt einfach auch, uns ist wichtig, Mutter und Kind stehen im Mittelpunkt unseres Tuns. Wir haben hier auf der Wochenstation Rooming In, das heißt, die Babys sind 24 Stunden bei den Mamis, werden aber in der Betreuung nicht alleine gelassen, sondern erhalten von uns die Unterstützung, die Hilfe, die sie brauchen, dass sie möglichst nach den Tagen, wenn sie entlassen werden nach der Geburt, dann auch ihre Fähigkeiten, ihre Kompetenzen haben fürs Kind. Wir haben im Vorgespräch kurz erfahren, dass es doch einige Geburten hier in Zams gibt, die von euch auch betreut werden. Und letztes Jahr, glaube ich, habe ich eine Schnapszahl erreicht. Wir haben letztes Jahr eine Schnapszahl gehabt von 777 Geburten, genau. Und ihr hört schon im Hintergrund, da will schon ein Baby direkt in die Kamera schauen. Aber das können wir natürlich jetzt nicht machen. Und wir schauen weiter und lassen hier die Damen in Ruhe ihre Arbeit machen. Danke. Danke. Auf unserer Tour durch das St. Vinzenz Krankenhaus Zams sind wir jetzt an einer Ausbildungsstätte angelangt und die Direktorin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Vinzenz in Zams steht da bei mir, die Beate Zangerl. Liebe Beate, erklär uns kurz, ich glaube, das ist doch ein ziemlich herausfordernder Berufsweg, den junge Leute hier bei euch wählen. Ist ein herausfordernder Berufsweg, es ist sehr viel zu lernen, es geht um Menschen, Pflege von Menschen. Und es ist auch relativ stressig, weil sich immer Theorieblöcke mit Praktikablöcke abwechseln und das in einem Jahr sehr schwierig unterzubringen ist. Die Ausbildung dauert, glaube ich, insgesamt 3 Jahre. Mhm. Und danach ist man was? Danach bist du entweder diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger oder diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. 2019 wird tirolweit auf FH umgestellt. Das heißt, dann gibt es kein Diplom mehr zum Abschluss, sondern den Bachelor-Degree. Und würde man jetzt sagen, diese Schule hier ist auch, glaube ich, ganz wichtig für das Lernen im Praktikum, ohne dass dem Patienten was passiert?
Ganz genau. Und es ist wichtig, dass die Schüler sicher sind in ihrem Tun, wenn sie ans Bett gehen, zum Patienten tun. Und es ist uns auch wichtig, dass wir daherin gegenseitig lernen können. Wie viele Schülerinnen und Schüler habt ihr derzeit? Derzeit im Haus sind 90 Schülerinnen und Schüler. Und hinter uns sind schon ein paar Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, da geht es jetzt um die Puppe Adam. Bitte erklär uns ganz kurz, was da hinten gerade jetzt passiert. Puppe Adam kommt aus dem OP, wird ins Zimmer gebracht zu seiner Frau, gibt eine Komplikation, es gibt eine Blutung und Puppe Adam muss reanimiert werden. Und da soll einer sagen, dass wir keinen spannenden Job haben. Jetzt schauen wir zu. Auf unserer Tour durch das Krankenhaus St. Vinzenz in Zams haben wir jetzt einen der höchsten Punkte erreicht, nämlich den Hubschrauberlandeplatz. Der ist niegelnagelneu da auf dem Dach herum. Und ich glaube, der richtige Zeitpunkt, um mit der Betriebsratsvorsitzenden des Krankenhauses Zams zu sprechen, nämlich Edith Stimpfel. Grüß dich, Edith, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo, Rubi, danke. Edith, vielleicht gleich am Anfang. Du bist, glaube ich, schon lange Zeit Betriebsrätin und kannst du kurz erzählen, wie lange du jetzt schon in dieser Funktion als Vorsitzende tätig bist? Ja, ich bin jetzt 32 Jahre im Krankenhaus Zams tätig, bin seit 22 Jahren freigestellt mit 100% als Betriebsratsvorsitzende. Wir vom Betriebsrat vertreten hier im Haus derzeit 850 Mitarbeiter. Beeindruckende Zahl. Ja, ist wirklich beeindruckend. Der Großteil davon sind Angestellte, ein Teil Arbeiter. Wir vertreten alle Berufsgruppen, angefangen vom Kindergarten bis zur Pflege, Ärzte, Verwaltung, Werkstätte, alle Bereiche Stationshilfen, alle, wo bei uns tätig sind. Was mir jetzt auf der Tour durch die verschiedenen Stationen aufgefallen ist, Edith, es sind doch wesentlich mehr Damen hier in Arbeitskleidung als Männer. Liegt in der Natur der Sache wahrscheinlich in einem Krankenhaus? Ja, bei uns die Frauenquote ist sehr hoch. Wir haben 4/5 Frauen und 1/5 Männer. Aber nicht nur in der Pflege oder auch im Verwaltungsbereich. In den letzten Jahren ist uns aufgefallen, dass vor allem auch bei den Ärzten immer mehr Frauen in den Beruf kommen, ja. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, wenn hier junge Mütter arbeiten, werden die wahrscheinlich auch ihre Kinder irgendwo unterbringen müssen. Und da habt ihr ja eine Lösung gefunden, glaube ich, die optimal ist. Wir haben seit 2012 einen Betriebskindergarten und der derzeitige Stand ist, dass wir ca. 50 Kinder von unseren Müttern in diesem Kindergarten betreuen. Und ich glaube, das ist schon eher einmalig, dieses Angebot. Und das wird immer mehr genützt. Das ist sogar so weit, dass wir derzeit diesen Kindergarten schon wieder ausbauen. Na, schau her. Da sieht man mal, der größte Arbeitgeber im Bezirk Landeck hat natürlich große Herausforderungen zu bestehen, ob das jetzt baulich ist oder ob das im Betriebsrat ist. Ich habe das Gefühl, wenn man da so ein bisschen durchmarschiert, ihr habt das ganz gut im Griff. Und jetzt freue ich mich auf ein kleines, feines Gespräch mit unserem Arbeiterkammerpräsident Zangerl, denn der hat sich auch auf den Hubschrauberlandeplatz verirrt. Lieber Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl, kein Wunder, wenn sich zwei Tiroler treffen, dann auf einer Aussichtsplattform. Jetzt kommt gerade ein Hubschrauber. Wie beeindruckend ist es für dich, durch das Krankenhaus zu marschieren und die verschiedenen Stationen anzuschauen? Da geht es ganz nett so, oder? Ja, absolut. Ich freue mich natürlich, dass ich als Gesunder testieren darf. Umgekehrt wäre es natürlich ein Riesenproblem. Aber wenn man schaut, wie das da abläuft, ja, wie das Personal top drauf ist, wenn man schaut, dass man da wirklich gut aufgehoben ist, dann glaube ich, kann man feststellen, dass wir das Glück haben, über ein gutes, ein gesundes Gesundheitssystem zu verfügen, wo tolle Ärzte, Ärztinnen und natürlich auch alle Pflegerinnen und Pfleger, alle, die also in einem Krankenhaus tätig sein, arbeiten. Wir haben ja auch gesehen, ein Mordsbaugruben da. Es ist nicht zuletzt jetzt schon der größte Arbeitgeber im Bezirk Landeck. Und ich glaube, das ist natürlich für die Arbeiterkammer auch wichtig, da einen sehr engen Kontakt zu diesem Arbeitgeber und zu dem Unternehmen zu pflegen. Ja, ist absolut richtig. Wir freuen uns darüber, dass wir so tolle Arbeitgeber natürlich haben, eben auch in den Bezirken, was ja ganz wichtig ist, sowie eben die Berufe, die da angeboten werden, natürlich auch unglaublich wichtig sein und vor allem auch eine Chance für die Zukunft sein, ja, weil da wächst es natürlich. Da haben viele junge Menschen die Chance, in einem Pflegeberuf tätig zu sein. Und ich glaube, ich kann das nur empfehlen, schaut euch das an. Das ist ein toller Arbeitgeber, ist eine wichtige Einrichtung für die Gesellschaft und ist super organisiert. Danke dir vielmals. Bitte.
Ein Tag hinter die Kulissen eines Krankenhauses zu schauen, das ist wirklich was ganz was Besonderes. Wir haben gesehen, was hier Arbeit dahinter steckt, sowohl organisatorisch als eben auch die Arbeit selbst am Menschen. Ein großartiges Team, das hier zusammenarbeitet, und war ein hochinteressanter Beruf. Und jetzt bin ich in der Bruckner Stube. Die sieht man da ganz hinten auch wieder nicht. Verabredet, und wie ich da hinkomme, ist vollkommen klar. Hubschrauberlandeplatz, da dürfte ja Hubschrauber kein Problem sein. Ja, Hupsi Drenkwalder an Hubschrauber, Tirol TV, auf Rechnung. Nicht möglich, zu Fuß gehen. Gut, danke vielmals. Eine gemütliche Stube in Landeck zu finden, ist kein schwieriges Unterfangen. Wir haben uns eine ganz nette ausgesucht, nämlich die Bruckner Stuben. Und da habe ich zwei ganz interessante Gesprächspartner dazu eingeladen. Nämlich die Musikalität, die ist richtig spürbar in diesem Raum. Hermann De Lago, eine echte Tiroler Musiklegende und die schönste Stimme Tirols. Nadine Beiler, grüß euch. Hallo. Ja, servus Hubert. Freut mich, dass wir auch Tirol TV mal heute in Landeck in meiner Gegend haben, beziehungsweise in der Nähe von Zams. Da war es ja, glaube ich, gerade im Krankenhaus. Genau. Ich wohne ja gerade in der Nähe und finde es schön, dass wir mal einen netten Hunger haben können. Du, wir kommen nicht ohne Grund, Hermann, weil es ist immer so, dass wir versuchen, Geschichten aus der Region zu erfahren. Und wenn einer Geschichten zu erzählen hat, dann bist das wahrscheinlich bei euch du, weil du bist weit gereist. Und da kann man vielleicht auch gleich dazu kommen. Es gibt ein neues musikalisches Projekt mit Nadine Beiler, über das sprechen wir dann gleich. Aber du hast ja sonst auch so viel zu tun, dass du mit einem weinenden Auge zugeben musst, du kommst gar nicht mehr so viel nach Indonesien, wo du ja eine zweite Heimat gefunden hast. Ja, ich bin natürlich lokal sehr beschäftigt, zumal ich ja auch zwei Stadtkapellen führe, nicht die Stadtmusik Ims seit 10 Jahren und die Stadtmusik Landeck Payen seit knapp 30 Jahren. Also das ist schon, sind riesige Aufgaben, aber wunderschöne Aufgaben, auch hier regional in der Kultur was zu bewirken. Da muss man jetzt gleich dazu sagen, viele kennen die ja vielleicht noch aus ihren Jugend- und Kinderjahren. Du warst zum Beispiel auch für uns alle als Musikanten ein großes Vorbild mit deiner Combo De Lago. Und da gibt es ja dieses Jahr ein Revival, das ist ja völlig sensationell. Ist das die Originalbesetzung? Fast. Wie du sagst, fast. Ich meine, die Originalbesetzung der Combo De Lago, die es ja über den Zeitraum von 10 Jahren gegeben hat, von, sagen wir, von 86 bis 96 herum, da waren insgesamt 16 Musiker dabei. Und das ist eh nicht so viel für 10 Jahre, behaupte ich mal. Aber 9 davon kommen heuer, im 1. Juli, tatsächlich wieder zusammen, um zu musizieren, nämlich anlässlich eines Jubiläums in Innsbruck. Casino Austria feiert 25 Jahre und wir feiern quasi 30 Jahre. Also das kann man jetzt gleich so zusammenfassen. Da gibt es die Combo De Lago, die kann man sich noch einmal anschauen, wer weiß, ob es die Möglichkeit noch mal gibt. Und blasmusikalisch tätig bist du, glaube ich, im Sommer auch mit einigen ganz großen Highlights. Mit der Stadtmusikkapelle kannst du uns da vielleicht 2, 3 Termine verraten. Ja, gerade im Sommer gibt es immer in Ims jeden Freitag tolle Sommerkonzerte, wo uns 1000 Besucher haben, wo wir 1000 Leute drauf haben bei einem Platzkonzert. Das ist ja Wahnsinn, nicht? Und das jeden Freitag. Und zwischen diesen Freitagen muss ich halt irgendwie einmal dann wieder nach Indonesien auf eine Tournee gehen. Nicht? Da bekam ich eine Einladung, jetzt nunmehr das 3. Jahr. Vor 3 Jahren, also 2014, war ich mit beiden Stadtkapellen drüben, mit den Imstern und Landeckern in Corporation, für ein tolles Projekt, für ein riesen Open Air. Dazu mal waren 6.000, 7.000 Leute. Letztes Jahr mit der Tascha Band, da waren dann schon 13.000 Leute und so geht es dahin. Heuer mit Nadine, ich denke, dass wir da diesen Rahmen widersprengen. Jetzt kommt nämlich die Nadine ins Spiel. Wir haben klar, viele schöne Stimmen in Tirol. Die Nadine ist einfach eine besondere und das weiß man und das hat man auch schon oft gehört. Und als ich gehört habe, dass du dir die Nadine ausgesucht hast, habe ich mir gedacht, wie kommt der Hermann De Lago zu Nadine? Ich glaube, du kennst ihre Familie ein bisschen, aber die Nadine hast du müssen einfach anrufen, wie man halt ein Mädel anruft, ob es die Stimme herleicht. So in etwa ist es, ja. Ich meine, die Nadine kenne ich natürlich medial schon sehr lange nicht. Ich meine, sie ist schon seit ihrem Starmania-Sieg. Und natürlich vom Song Contest und so weiter. Aber auch nicht nur von diesen Mega-Auftritten kenne ich die Nadine. Wir haben immer nur gute Sachen gehört. Und sie ist ein unwahrscheinliches Talent. Und wie ich jetzt bemerkt habe, wie sie bei mir im Studio dann eingesungen hat. Und einfach, sie ist ja Wahnsinn. Also sie hat einfach eine wunderbare Stimme, musikalisch. Das stimmt einfach jeder Ton. Und ist dann nebenbei so ein ganzer Lebensmacher. Also ich freue mich total, mit ihr nach Indonesien auf Tour. Nadine, das wird ja eine Konzertreihe mit mehreren Konzerten. Wie bereitet man sich auf das vor? Und gibt es da eine Band, die da mitfliegt, oder wie stelle ich mir das vor? Ja, also wir spielen mit der Band.
Im Juli haben wir dann die ersten Proben und ja, es ist total interessant, jetzt in der Batak-Sprache zu singen. Es ist also zum Lernen auch nicht so schwierig, weil es ziemlich, also man sagt so, wie man es liest, also die meisten Wörter. Und ja, jetzt haben wir schon ein paar Songs geprobt und eben auch das Didier Rokabi haben wir aufgenommen. Und ja, also ich stehe total auf den Sound und auf die Länder und freue mich schon total auf die Kultur. Da kann man schon gespannt sein. Ich glaube, du bist eh vor den Konzerten in der Nähe da irgendwo und das hat sich gut ergeben. Das ist die Anreise wahrscheinlich nur mehr 4 Tage und nicht mehr 8 Tage. Ja, also eigentlich jetzt schlussendlich danach. Also es war so, dass ich eben den Urlaub schon gebucht habe, einen Monat Sri Lanka, und habe mir schon gedacht, wei, mich zieht es nach Indonesien um mich, oder? Und dann habe ich mir aber gedacht, ach, bleibe ich in Sri Lanka. Und auf einmal ruft mich der Hermann an, du hast nicht Lust. Und ich, ja, du hast meinen Ruf erhört. Ich wollte schon seit Oktober habe ich den Ruf von Indonesien. Ja, und der Hermann hat es gehört. Und jetzt bin ich die ersten 10 Tage auf Sumatra und dann noch 3 Wochen mit meiner Familie in Sri Lanka. Ja. Da sieht man mal, was die Tiroler hinverschlagt, wenn sie singen und musizieren können. Wir schauen jetzt einmal rein in die Studioarbeit, weil da haben wir ein schönes Video vom Hermann und der Nadine und ihrem musikalischen Kennenlernen. Ein tolles Video mit ganz, ganz vielen Klicks. Übrigens, da haben wir richtige Stars da sitzen. In Indonesien, glaube ich, kennt ein Hermann de Lago fast jeder Zweite und das sind doch wesentlich mehr Menschen, als wir da in Österreich haben. Also viel Spaß jetzt mit Nadine Beiler und dem Titel Didier Rokabi, wo ist mein Geliebter? Wo bist du mein Zukünftiger? Und während wir uns das gemeinsam hier anschauen, werden sich die Musikanten herrichten und singen dann gemeinsam hier ein Batak-Lied, das großartig geworden ist. Ja, liebe Zuschauer, jetzt habt ihr mal ein bisschen einen Eindruck bekommen auf Video mit einem wunderbaren Clip von Nadine Beiler mit Hermann de Lagos Komposition. Ich kann euch sagen, das wird jetzt für uns auch was Spannendes, denn mit Akkordeon hat noch selten jemand bei Batak-Musik mitgespielt. Also es kann schon was Exotisches sein. Bevor die Konzertreihe die beiden allerdings nach Indonesien führt, gibt es noch eine Möglichkeit, sich in Tirol das anzuschauen, und zwar im Stadtpark Imst am 16. Juni. Da musizieren die beiden miteinander. Nadine am nächsten Tag, dann noch mit Gilbert, wenn das kein Spitzenprogramm ist. Und jetzt viel Spaß mit einem Liedl, das ein altes Lied ist, ein altes indonesisches oder ein Batak-Lied. Ja. Und das heißt wie? Boa sama sa marsako, boa sa heißt eigentlich warum. Und der ganze Titel heißt eigentlich, warum bist du so traurig? Wenn das nicht passt. Oder? Sai marsa ko, boa sama sai muru ko. Sobo dua lani pa, ombai nangabe soma. Babo, na solo mo.
hasia sotun gabe marsapata holokitu ho Ja, liebe Zuschauer, es gibt bei Tirol TV normale Drehtage und ganz besonders ausgefüllte, spannende Drehtage. Und heute war ein solcher. Wir haben die Arbeiterkammer in Landeck besucht. Wir haben das Krankenhaus St. Vinzenz in Zams besucht, haben die Pflegeschule besucht und nicht zuletzt einen ganz außerordentlichen Zammermusiker getroffen, nämlich Hermann De Lago, der uns sein Projekt vorgestellt hat mit Nadine Beiler. Die zwei gehen auf Tour in Indonesien. Das, glaube ich, ist auch ganz selten für einen Tiroler zu schaffen. Ich mache mich schon auf die Suche nach neuen Geschichten und Bezirken, die wir mit unseren AK-Specials von Ja, das ist unser Land noch nicht besucht haben. Und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und wir uns bald wiedersehen auf Tirol TV.